nach Spiel 6 kommt natürlich Spiel Nummer 7 und das heißt so. Völkerball, und dafür geht ihr beiden euch bitte umziehen. Alex und Stefan einmal ab nach hinten in die Völkerball-Klamotten schmeißen. Hier geht der Kampf um 1 Million Euro gleich weiter mit dem Spiel Völkerball. Also dranbleiben. Herzlich willkommen zurück bei Schlag den Raab. Es geht heute Abend um 1 Million Euro und zwar für diesen Mann, Alexander. Er führt momentan 12:9 und das ist Spiel 7 und es heißt Völkerball. Bei mir ist jetzt Johannes, unser Schiedsrichter vom Deutschen Turnerbund. Herzlich willkommen. Und Ute und Ralf an den Linien. Johannes, wir erklären das Ganze jetzt mal gemeinsam. Genau. Beim Angriff müssen beide Spieler innerhalb ihrer Spielfeldbegrenzung stehen. Sprungwürfe ins gegnerische Feld sind verboten. Okay? Du gehst da schon mal ab, Stefan, das ist sehr gut. Wer den Gegner trifft, bekommt einen Punkt. Dieser Punkt wird aber nicht gegeben, sollte der Ball vorher auf den Boden auftitschen und dann den Gegner treffen. Fängt man den Ball vom Gegner, dann erhält man ebenfalls einen Punkt und kann dann direkt weiterspielen. Übertritt der passive Spieler beim Angriff, um auszuweichen, die Spielfeldbegrenzung, wird der Wurf noch einmal wiederholt. Okay? Geworfen wird immer abwechselnd. Ich darf dazu sagen, ein wiederholtes sozusagen führt dazu, der Ball wird nicht wiederholt, sondern der Werfer bekommt einen Treffer, weil irgendeiner ja absichtlich aus dem Feld gegangen ist, beim wiederholten Mal. Beim ersten Mal wird es wiederholt, beim zweiten Mal, wenn du aus dem Feld rausläufst. Wenn man unabsichtlich aus dem Feld rausläuft, kann ja auch. Wer das Spielfeld verlässt, um den Schuss auszuweichen, ist in dem Falle ab. Also alles in Johannes ermessen, deswegen haben wir ihn ja heute Abend da. Wenn ich den Ball fange und ich schmeiß mich hin, fange den Ball so und er kommt nicht auf den Boden, ist der Punkt auch mir. Also der Schiedsrichter hat die Aufgabe zu erkennen, ist der Ball behandelt. Ja. Wenn du nach dreimaligen Fangen der Ball trotzdem verloren geht, dann ist es ein Treffer. Der Ball ist gefangen, solange er nicht auf den Boden kommt. Genau. Okay. Wenn er von mir abtischt und ich schnapp den nochmal, ist er gefangen. Ja, okay. Ja. Okay. Und wenn du rausgehst, im Grunde genommen auch. Auch außerhalb des Feldes darfst du ihn fangen. Auch das entscheidet du, Johannes. Moment. Also wenn ich den jetzt hier, der wirft dir sagen, der titscht von mir weg und ich fange ihn außerhalb des Feldes, gilt als gefangen? Einige Zuschauer wissen sicher, früher meinten sie, hier wäre ein Weidezaun. Ist nicht. Du darfst außerhalb des Feldes gehen und wenn es oben auf die Tribüne und fängst dann ist der Ball gefangen. Sehr gut, vielen Dank. Haben wir extra für dich eingeführt. Ja. Also, geworfen wird immer abwechselnd. Wer als erster von euch beiden 10 Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Die Münze, die Johannes jetzt werfen wird, entscheidet, wer beginnt. Blau für Stefan, rot für Alexander. Und du schmeißt sie nach oben. Oh, schön gedreht. Oh, und sie rollt weg. Aber sie bleibt immer liegen. Nein, bleib hier. Wahnsinn. Nee, leg dich hin. Ja, so. Rot, haben wir alle gesehen. Du startest. Alexander, Johannes gibt dieses Spiel frei. Nummer 7, Völkerball. Ganz kurz nochmal. Im Gegensatz zum Völkerball, das wir von früher kennen, zählt auch ein Kopftreffer. Ja, Sekunde. Ne? Also der komplette Körper ist die Zielscheibe. Moment. Ich stelle mich hier nach hinten, hinter Johannes. Ja. Darf ich noch was sagen? Ja, du darfst immer. Absichtlich nach unten werfen ist immer schön. Es gibt Leute, die können sich schlecht bücken. Also nicht auf den Kopf werfen. Was? Verstehe nicht. Hallo, lieber nach unten. Es gibt ja Leute, die können sich schlecht bücken, weil sie einen Rückenleiden haben. Beim Kartbahn. So, okay. So, wunderbar. Danke, Johannes, nochmal. Los geht's. Also, auf geht's mit Völkerball hier. Alexander mit dem ersten Wurf. Raab war sowieso nicht aus. Übergetreten. Er war auch übergetreten. Das heißt, ein Treffer hätte gar nicht gezählt. Und immer aufpassen, ob man sich da aus dem Feld bewegt beim Ausweichen. Raab erstaunlich ruhig, das liegt an Johannes.
auf dem Boden vorher. Ja. Ein Treffer. Er war Treffer. Doch auf dem Boden vorher. Ja, definitiv. Treffer war Johannes das, du hast den Ball nach unten 1-0 gedrückt. 1-0 für Stefan. Erst der Körpertreffer und dann nach unten. 1-0 Stefan. Übergetreten. Kein Treffer, übergetreten. Also, lieber einen Meter zurückgehen. Also es wäre ein Treffer gewesen, wenn er nicht mit dem Fuß noch hier deutlich erkennbar, deutlichst übergetreten wäre. Gut. Kein Punkt, Raab führt weiter 1-0. Er muss wieder aufpassen und tritt wieder über. Er tritt wieder über. Und der Johannes sieht das alles. Immer noch 1-0 für Raab. Kein Punkt, bleibt beim 1-0. Und jetzt vielleicht mal nicht ganz so nah an die Linie gehen. Er hat wieder übergetreten. Wieder übergetreten. Mann. Und, also Alexander wieder klar Denker, übergetreten. Du trittst immer rüber. Es ist die Nervosität, es geht um 1 Million für ihn. Hier ist der Ball. Nein, ja, da wirst du doch bekloppt. Das gibt's doch gar nicht. Was macht der denn da? Also Johannes, ich würde mal sagen, irgendwann ist es zu Ende mit den Verwarnungen. Auch in diesem Fall mit dem Übertreten. Okay. Dann müssen Alexander, wir achte ein bisschen drauf. Okay. Ja. Erde. Ja, bevor er den Fuß getroffen hat, war der Ball am Boden. Kein Punkt, weiter 1-0 Raab. Und jetzt einfach mal einen Schritt zurückgehen vielleicht. Ja. Super. Aber jetzt war er nicht übergetreten. Punkt für 2-0 Stefan. Raab. Wo eins. Ein Punkt, Alexander. Nein, nein, das war alles sauber. Erstaunlich, dass sich beide überhaupt nicht auf ihre Fangqualitäten verlassen. Damit kann man auch punkten. Weiter 2-1 Raab. War sowieso kein Treffer. Weiter. Also beide verlassen sich vollkommen aufs Ausweichen. Und jetzt versucht er zu fangen und bekommt ihn nicht gegriffen. 3-1 Raab. Aber natürlich ist das eine Möglichkeit. Und dass er so beweglich ist, Stefan Raab, das war nicht zu vermuten. Ein Spreizsprung. Nein, 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 nein. Ein Punkt, Stefan. 4-1 Raab. Au, auf den Finger. Da kann er sich auch fürchterlich wehtun, Alexander. Raab klar vorn. Leider wieder übergetreten. Wir können dir immer nur wieder sagen, Alexander, denk dran. Ja, wie macht er das mit seinen Hunden? Wie bringt er seinen Hunden bei, wenn sie etwas lassen sollen? Ein Punkt, Stefan. 5-1 Raab. Da weicht er wieder gut aus. Linie betreten. Beim Aber nicht übergetreten. Nee, klar. Alles super. Da bahnt sich eine Männerfreundschaft an.
So, Alexander muss jetzt langsam lernen. Ja. 6-1 Raab. Kommentar. Ein Punkt, 2 Alexander. Raab. Zweiter Punkt für Alexander, der diesmal im eigenen Feld bleibt, nachdem er geworfen hat. Raab, fehlen 4 Punkte zum Sieg beim Völkerball. Ja! 6-3. Ein Punkt, Alexander. Das muss der Weg jetzt sein bei der Aufholjagd. Ja! Nein! Ein 6-4. So. Da erwischt er den rechten Fuß von Raab und jetzt noch ein Fang und anschließender Treffer und wir haben plötzlich Unentschieden hier. Ja, Mann! Und er macht's genauso. Und er macht's genauso und hat die Chance jetzt zum Ausgleich. Glück. Kein Punkt, bleibt beim 6-5 für Raab. Der muss jetzt mal wieder punkten. Ach. Ja, aber ich finde das Risiko ein gut. Punkt, ich finde das Risiko gut, was Alexander da eingeht. Den fischt er fast noch. Gut ausgewichen von Raab, der jetzt auf Tempo drückt. Ach! 8-5 Raab. Haut er sich unters Kinn, die Murmel. Stefan, erste Verwarnung, weil du beim Schussversuch hinter der Linde warst. Wann denn? Raab? Sehr gut, Johannes. Steht 8-5 für Stefan. 2 Punkte fehlen Raab beim Völkerball. Wieder kein Schon Punkt, wieder. Aber er war wieder raus, er war wieder raus. Ja. Beim ersten Mal habe ich gesagt, ich habe dich darauf hingewiesen. Ja, jetzt aber er kommt ist auch rübergetreten. Nee, jetzt kommt eine Wiederholung. Alexander hat den Ball, Wiederholung. Auf geht's. Alles gut. Erde vorher. Er muss jetzt rankommen. Aber er hat viel mit sich zu tun, mit dem ewigen Übertreten. Ja! Jetzt fängt er. Verkürzt auf 6-8. Ein Punkt, Alexander. Wieder draußen. Schiri, Johannes. Ja, klar. Ja, ich. War Treffer. Ute, was sagst du? Was? Nee, es war kein Treffer. War kein Treffer. Ist er über... War rausgesprungen. War rausgesprungen. Rausgesprungen, Ballabgabe. Moment. Ja. Ja. Moment. Wenn es wiederholt passiert. Ja, ja. Die eine Strafe habe ich ja eben bekommen. Ja? Nein, das geht jetzt ja weiter. Ich nicht nochmal die gleiche Strafe. Ja, bei dir rechnet man ja den Lernfaktor. Und nach der ersten Verwarnung müsstest du eigentlich so weit, dass... Stefan, gibst du den Ball zurück an Alexander? Ja. Er darf den Wurf nochmal wiederholen. Der passive Spieler darf nicht aus dem Spielfeld raustreten, wenn er ausweichen möchte. Ja, du darfst jetzt auch fangen. Ja, er darf, aber er kann nicht. Aber ausweichen tut er exzellent. Ja, war wieder leicht. Okay, diesmal standst du beim Sprung auf der Linie. Erkenne ich als gut an. Ja. Okay. Gut. 8-6, Raab. Ja!
ein. Bitte? So, jetzt kommt ein Ruf, übergetreten von der Linienrichterin beim Wurf von Raab. Da kam gerade der Einwand, da müsste man... Was war denn? Aber er ist auch Übergetreten. Er ist aber auch rausgegangen. Kriegt ihr dafür keine Strafe? Kriege immer nur ich die Strafen? Kennen wir. Krieg immer nur ich die Strafen? Wer hat die Pfeife? Ich bin die Oberpfeife. Außerdem, hallo. Du bist übergetreten beim Angriff. Stefan, es ist so. Du bist wirklich übergetreten und Alexander aber er nicht. Er ist auch meilenweit rausgelaufen. Ja, um den Ball zu holen. Aber du gibst ihm jetzt bitte den Ball. Also es war ein klarer Fangversuch im Feld und Raab war übergetreten. Also eine glasklare Entscheidung, völlig korrekt vom Referee entschieden. Ball für Alexander, 8:6 für Raab. Alles gut. Das war toll. Ja. Supi. Und schauen Sie mal ins Gesicht, jetzt ist er sauer. Treffer. Ja, ist ein, ja. War ein Treffer. Hallo. 9-6, 9-6. Ja, Unterarm touchiert, korrekt. Ein Punkt fehlt Raab noch. Und jetzt hat er quasi Matchball beim Völkerball, wenn er den jetzt abschießt. Und vorausgesetzt, er tritt nicht über. Yes! Yes! 10-6, Raab gewinnt. Ein Punkt, Stefan. Johannes. Vielen Dank. Glückwunsch. Auch an Ute und Ralf. Den Sieger. Ja, Alexander und Stefan gerade. Lernfaktor ist da. Ja. Nicht so viel übertrieben. Ich habe nicht nur gegen ihn gewonnen, ich habe auch gegen Sie gewonnen heute ein bisschen. Ja. Vielen Dank. Und trotzdem vielen Dank. Und das will was heißen, gegen einen Ostfriesen zu gewinnen. Ja, absolut. Ja, okay. Toller Job. Vielen Dank. Alles klar. Also, bis zum nächsten Mal. Das ist unser Johannes. Okay. Unser ostfriesischer Völkerball Schiri. Alexander, komm zu uns. Wir schauen uns den Punktestand nach diesem Spiel einmal an. Mann, hat man aber... Und die Führung wechselt wieder. Stefan geht mit 16:12 in Führung. Ich trinke auch mal kurz einen Schluck Wasser. Das war für mich genauso anstrengend wie für euch.